2009 veröffentlichte der Teufel persönlich ein Spiel namens Mirror's Edge, zu Deutsch Der Rand des Spiegels, welches von den Battlefield-Entwicklern erschaffen wurde. Doch es handelt sich dabei nicht um einen weiteren normalen Shooter, es ist eher eine Art First-Person-Jump'n'Run. Das klingt ungewöhnlich, ist es auch, denn wir wissen, EA hält eigentlich nichts von innovativen Spielen, die wahrscheinlich nicht so viel Geld wie ein weiteres Battlefield einbringen würden. Wir spielen eine Frau namens Faith Connors. Sie lebt in einem durch und durch überwachten Korea oder so der Zukunft, welches viele Gemeinsamkeiten mit George Orwells 1984 Welt hat. Damals, als die Änderungen vom normalen zum kontrollierten Staat stattfanden, sind ihre Eltern bei einer Demo verreckt. Das fand sie nicht so erfreulich und nun rennt sie auf Dächern umher, um Zeug von A nach B zu transportieren. Sie ist ein sogenannter Runner, also ein Briefträger auf Abwägen. Überwacht wird sie dabei vom sportlichsten Nerd der Welt, Merc. Ich weiß, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Das Geschäft scheint sehr lukrativ zu sein und alles läuft gut. Cops haben Besseres zu tun, als sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern. Bis Wahlkampfkandidat Robert Pope um die Ecke gebracht wird und das der Schwester unserer Protagonistin, Kate, angehängt wird. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Welche Polizistin ist und Faith aus unergründlichen Gründen Effie nennt. Effie, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Unsere Sportskanone will natürlich verhindern, dass diese in den Knast wandert, da dort Polizisten keine besonders hohe Lebenserwartung haben. Wenn ich jetzt mehr erzählen würde, würde ich schon massiv spoilern. Viel passiert nämlich in dem 4 bis 5 Stunden langen Spiel nicht. Die Story-Häppchen werden uns in 2D-Zwischensequenzen hingeworfen, doch im Großen und Ganzen ist die Story nicht motivierend. Es gibt vielleicht einen Twist, aber der ist so unvorhersehbar wie ein neuer FIFA-Teil. Also möchte ich mich weiter damit auch nicht aufhalten. Viel erwähnenswerter sind ja die schönen Schauplätze. Auf den Dächern der Stadt ist es hell, viel Weiß in Verbindung mit starken Kontrasten dominiert. Viel Glas, klar definierte Strukturen und Ratten. Die sterben. Ich glaube, DICE mag die irgendwie nicht oder so. Aber ich schweife ab. Das Ganze ist sehr abstrakt und man könnte Screenshots der Stadt ohne Probleme in einem Museum für moderne Kunst aufhängen. Übrigens hängen und fliegen überall Kameras rum. Etwas merkwürdig ist nur, warum es so große Polster auf den Dächern gibt. Da passen die Heuwagen Assassin's Creed schon besser in die Kulisse. Aber zusammenfassend kann man das Setting nur loben. Gerade weil man es nicht schon eine Million Mal gesehen hat. Und für 2009 sieht die Grafik auch noch recht gut aus. Die Texturen sind hoch aufgelöst und die Beleuchtung funktioniert dank Frostbite 2 auch sehr gut. Aber in diesem Bereich hat sich aufgrund der Konsolen in den letzten Jahren eh nicht viel getan. Schönheitsmakel gibt's trotzdem, wie dieses Stück Butter, welches den Kopf dieser Dame ziert, oder die ganzen Klone bei der Polizei. Das kann man aber verschmerzen. Der Sound ist sehr anständig. Man merkt, dass sich da jemand anstrengt. In den meisten Spielen können wir ohne Ende laufen und den Charakter interessiert das scheinbar nicht. Außer bei The Walking Dead Survival Instinct, da schwitzt Daryl schon auf 5 Metern. Daryl schwitzt wie so ein Schwein, der kann nichts mehr sehen. Ist zu heiß. So. Naja, was ich damit sagen will, Faith keucht, was das Zeug hält. Und das ist authentisch. Der Soundtrack passt sich gut dem Geschehen an. Gerade wenn eine Verfolgungsjagd stattfindet, haben wir einen hetzigen Elektronik-Score wie in Payday. Bei ruhigen Stellen kommt im Kontrast dazu relativ entspannte Musik. Die Charaktere klingen im Deutschen leider total emotionslos und uninteressiert. Ich kann das sagen, ich habe beide Versionen gespielt. Doch kommen wir nun zum wahrscheinlich interessantesten Punkt des Spiels. Das innovative Gameplay. Stellt euch Prince of Persia in First Person mit mehreren Knöpfen vor, dann habt ihr die Essenz von Mirror's Edge. Wir springen, wir ducken uns, wir hauen und ganz wichtig, wir sterben. Den Parcours-Teil bewerkstelligen wir mit 3 Tasten. Die Leertaste zum Aufstehen, Springen, Hochziehen und für Wallruns. Shift zum Fallen lassen, Abrollen, Ducken und Rutschen. Und Q zum Drehen um 90 bzw. 180 Grad. Und das funktioniert. Das Klettern spielt sich sehr dynamisch, manchmal hält sich die Parkourläuferin aber nicht fest, was zu vielen unverdienten Toten führt. Hier mal eine Beispielszene. Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen?
Ein kleines Kampfsystem gibt es auch. Wenn ein Gegner versucht, euch mit seiner Waffe zu schlagen und ihr auf die rechte Maustaste hämmert, wenn sie rot leuchtet, könnt ihr ihn entwaffnen und K.O. schlagen. Wenn das euch zu schnell geht, könnt ihr mit R für kurze Zeit in den Matrix-Modus schalten. Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Wenn man das nicht schafft, gibt es halt auf die Fresse. Alternativ kam mit der linken Maustaste aber auch normal zu schlagen. Das ermöglicht auch einen Flykick und einen, genau das. Wie unhöflich. Doch mit dieser Methode kommt man nicht besonders weit, da ihr währenddessen fast immer beschossen werdet. Meist laufen die selten auftretenden Kämpfe so ab. Wir leihen uns die Waffe des Ersten. Unser HUD beschränkt sich auf einen blauen weißen Punkt in der Mitte. Wir haben also keine Munitionsanzeige, anlegen können wir auch nicht und nach dem Verschuss des ersten Magazins ist die Waffe nicht mehr zu gebrauchen. Doch wenn dieses leer ist und noch nicht alle das Zeitliche gesegnet haben, kann man sich ja immer noch die nächste greifen. Wenn keiner mehr übrig ist, werfen wir die Waffe zwangsläufig weg, da es sich mit einem Maschinengewehr nicht besonders gut klettert. Ich spreche aus Erfahrung. Pazifisten werden es schwer haben, man muss nie töten, aber manchmal ist es fast unmöglich, alles stehen und liegen zu lassen. Trotzdem muss man zusammenfassend sagen, das ist kein Shooter. Das Kämpfen ist nur eine kleine Dreingabe. Und jemand, der einfach nur ballern will, sollte hier nicht seine Zeit vergeuden. Nun, unabhängig davon lässt sich ein Heli nicht leicht im Nahkampf besiegen, deswegen werden wir eigentlich dauernd beschossen. Was sie da an Kugeln vergeuden, man könnte meinen, die wollen Munition loswerden. Das ist einer der vier Parts des Spiels, in denen sich das Werk unterteilen lässt. Manchmal läuft man weg, manchmal läuft man hinterher, manchmal haut man aufs Maul und manchmal muss man nachdenken, wie man weiterkommt. Objekte, die uns den Weg ermöglichen, werden standardmäßig rot gefärbt und nach dem Streicheln der Taste Alt schauen wir dahin, wo wir hin müssen. Beim ersten Playthrough weiß man trotzdem manchmal leider nicht, wo man hin muss, was in einigen sinnlosen Tonen endet, also Trial and Error. Doch das größte Problem von Mirror's Edge ist die Linearität. Es wäre verdammt spaßig gewesen, mehrere Wege zum Ziel zu haben, Abkürzungen, Umwege oder Möglichkeiten, Cops zu umgehen. Mirror's Edge verkommt daher eher zu einem Lauf, die Route möglichst schnell abspielt, das es nicht hätte sein müssen. Hier und da kann man mal 5 Meter in die falsche Richtung laufen, um Koffer zu finden, welche versteckt sind, aber das war's dann auch. Die sind aber eigentlich auch nur für Achievement Hunter interessant, weil man schaltet damit nicht viel mehr als Artwork frei und das interessiert eigentlich nicht besonders viele Leute. Nach der kurzen Kampagne kann man sich nach Bedarf noch mit einem Time-Trial-Modus und einem Speedrun-Modus beglücken. Die sind aber kaum erwähnenswert. Der Time-Trial-Modus ist Checkpoints abrennen und der Speedrun-Modus, naja, das sollte klar sein. Gut, das Review mag sich wohl sehr negativ anhören, aber trotzdem macht der Titel unheimlich viel Spaß. Das liegt am neuartigen Spielprinzip, der schönen Atmosphäre, aber vor allem am Flow. So unanspruchsvoll es auch sein mag, die Parcours abzuflitzen, es macht einfach einen Heidenspaß. Ich habe es nicht aus Recherchegründen 5-mal durchgespielt. Und wer mir mit, aber das ist doch viel zu kurz ankommt, dem sage ich jetzt einfach mal was. Das Spiel wirkt nie zäh, macht immer Spaß und wenn ihr die Zeit habt, versichere ich euch, ihr werdet es am Stück durchspielen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werdet ihr es nach ein paar Monaten nochmal spielen. Alle Besitzer des Spiels, die ich kenne, haben das zumindest getan. Ich empfehle es also jedem, der mal Lust auf frischen Wind hat. Der Preis sollte nicht abschrecken. Man kann es sich für 10 Euro auf Steam holen. Ja, ihr hört richtig, auf Steam, nicht auf Origin! Somit gibt's objektive 85 von 100 Punkten meinerseits. Ich verabschiede mich hiermit. Da das mein erstes Review war, würde ich mich über ein bisschen Feedback freuen. Tschüss!